Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Pikachu hier auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir Rocko besiegt und wir machen uns nun auf den Weg zum Mondberg. Dort soll Team Rocket ja sein Unwesen treiben, aber erstmal müssen wir Route 3 durchqueren. Und ich habe mir gedacht, ich werde hier eine Serie starten, eine 10er Serie. Ab dann tauchen seltenere Pokémon auf und dann gucken wir, ob wir einen Glumanda kriegen. Sehe ich da einen frisch gebackenen Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin ein... Was? Ich bin einer der Trainer-Coach. Heißt das nicht Coaches? Egal. Wir warten an den verschiedensten Orten und helfen vorbeiziehenden Trainern dabei, sich und ihre Pokémon auf ihr Abenteuer vorzubereiten. Wir Trainer-Coaches... Ist doch Coaches. ...sind ziemlich stark, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordere uns heraus. Okay... Du scheinst mir jemand zu sein, der sein Können auf die Probe stellen will. Als Trainer-Coach kann ich dir dabei helfen. Ja, sagtest du bereits. Möchtest du gegen mich antreten? Ja. Findus! Findus! Deine Mama hatte dich echt nicht lieb. Aber er hat einen Visasam, das finde ich ziemlich geil. Egelsamen. Sau heilt sich auch noch. Nochmal runtergehen. Na, das gefällt mir nicht. Du nervst, finde ich. Lass mal Tops hier an. Bring dich an, Tauxi. Windstoß. Sehr effektiv natürlich. Haben noch einen Windstoß und wieder warm ist die Geschichte sein. Ja, das war's. Oh, damit Visasam und Findus besiegt. Du hast dich gut geschlagen. Du gewinnst 1100 Pokédollar. Kriege ich jetzt was Cooles von dir? Alle Achtung, du hast Probleme mit deinem Trainercoach besiegt. Als Anerkennung deines Könnens habe ich ein Geschenk für dich. Du erhältst einen Beleber. Cool. Du verstaust das Item in deine Medizintasche. Ja, ja, ja. Ich weiß. Wenn ein Pokémon stirbt, dann musst du einen Beleber einsetzen, weil Tränke dann nicht weiterhelfen. Das hat der im Großen und Ganzen gesagt, falls ich zu schnell gekriegt haben sollte. Scheiße kalt in der Bude. Die Heizung steht auf 5. Muss man sich mal vorstellen. Ich friere hier wie blöd. Pokémon sind wieder topfit. Das höre ich gerne. Und jetzt gehen wir auf Route 3 spazieren. Drei Pokébälle. Jetzt haben wir, glaube ich, 39. Na komm, Göre. Was starrst du mich so an? Gar nichts. Lena. Ach, Mirapa.
Cool, wie sie sammeln. Ich hab schon mal 10. Ich hab keine Lust mehr. Das ist typisch Göre halt. 3 Pokébälle. Item. Trank. Beutel. Waren, ja, Klamottenkoffer. Mann! Verdrückt mich andauernd. Nee, das finde ich doof. Nö, gefällt mir nicht. Teste für einen Kampf gegen mein neues Pokémon. Ach scheiße, das ist eine unwichtige Person, die muss ich ja gar nicht synchronisieren. Also wie schon erwähnt, hier in dem Gebiet gibt es die Mander zu fangen. Ich glaube, hier gibt es auch Pummelow. Das ist cool, Fan. Aber erstmal müssen wir hier den kleinen Käfer-Sammler, oder Camper, was für ein Camper ist das, glaube ich. Ich muss am Nidoran besiegen. Ja, ordentlich. Tschüss, wieder rein. Pikachu reicht Level 14. Okay. Haushoch verloren. Ja. Oh, Superbälle. Das ist ja geil. Das freut mich tatsächlich. Ich glaube, ich kämpfe erstmal gegen ihn. Cornelia. Ja, Mann, weiblich zugewandt. Und diesmal setze ich aber direkt hoch zu dir rein. Was? Ich bin vorbei. Was cool, ich kriege hier echt Superbälle. Das ist nicht schlecht. Ich muss halt wissen. Ja, ich muss gegen die sowieso kämpfen. Raupi. Ah, ein Kukuna. What? One-Hit ging, okay. Ich meine, gut, ich bin ein paar Level drüber, aber... Alter, ein One-Hit. Ja, mit anderen Pokémon hätte ich bestimmt gewonnen. Ja, genau. Auf Level 20. Wie
ist doch bestimmt irgendwas. Ha. Taste für mich. Eine Himbeere. Oh, wie cool, Menki. Menki erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Michael. Also der Michael mit dem Vorwurf und der bei Daylight spielt. Wenn er denn mal Zeit hat zu spielen. Einfach fabelhaft. Ja, geil. Werde ich zwar jetzt nicht in mein Team packen oder so oder behalten, aber das ist cool. Nein. Da braucht man nicht im Pokédex-Center zu lesen, ne? Noch ein Denki. Gleich Level 10 ist und sich entwickelt zu Smetbo, werde ich das weggeben. War, glaube ich, auch die falsche Entscheidung, sich hier für Menki zu entscheiden, oder? Hallo? Sandan! Oh mein Gott! Da, Menki, Menki, Menki! Bleib stehen! Bleib stehen! Das ist ja geil! Ich hasse das. Ja, cool. Wir fehlen noch 7, dann könnte ein Glumanda auftauchen. Saftpanne reicht Level 10. Nanu? Da habe ich endlich mein Smetbo. Herrlich. Ja, eine Dreierfangserie habe ich jetzt schon mal. Ich muss jetzt aber weiterarbeiten daran. Jetzt noch so ein eingebildeter Top-Trainer. Auch gern gesehen. Oh geil, ein super geiles Carport auf 500. Kaufen wir. Du bezahlst den Wucherpreis von 500 Poké-Dollar für ein Carport. Nehmen wir. Kupudu, Kupudu. Ja. Kommt aber jetzt direkt ins Team. Team. Pokébox. Smetbo raus aus dem Team. Carport rein ins Team. Nochmal bewegen. Hinzufügen.
Jetzt machen wir uns weiter in die Fangserie von Linky. Denn da wir jetzt Garpador so früh geholt haben, levelt es halt einfach mit. Da haben wir es doch. Bitte nicht fliehen. Alter. Wenn es flieht, ist die Serie gerissen. Also die Fangkette, Fangserie. Wie auch immer jetzt ist. Jetzt ist auch noch 6 Stück davon. Ich hoffe, ich kriege dann keinen Ausraster. Komm, ich kämpfe nochmal gegen dich. Hätte ich eigentlich auch machen können. Ich weiß auch nicht, warum ich das so angesetzt habe. Wärst du heute nur daheim geblieben. Tja, Junge. Das zählt jetzt als... Oh, wow. Nein, ich will nicht zu dir. Ich will hier den Pokéball. Parfum. Ich hätte echt nicht mitgenommen dürfen. Nicht fliehen. Boah, ist das nervig. Oh Gott sei Dank. Und genug Pokébälle haben wir verschwendet jetzt hier. Immerhin Bisasam Level up. Oh Gott, ist kalt. Komm schon. Ich mag Mankey im Wasser übrigens sehr gerne. Und ich verstehe nicht, warum Ash in der Serie, beziehungsweise ich verstehe nicht, warum... Ach, die Serienchöpfer. Ash haben so viele Pokémon abgeben lassen. Rassaf, Tauboss, Smetbo, Glurak, Kingla. Obwohl, nee. Hat er ja behalten, aber sehr selten eingesetzt. Ich hätte es halt auch wirklich gefeiert, wenn ich mit Slimeok die ganze Zeit rumgerannt wäre. Und man hat ja gesehen, was es in der Pokémon-Liga gegen dieses Karate-Knuffenser da angerichtet hat. Das war lustig. Boah, seine ganze... Der hat eine ganze Tauros-Herde, Ash!
Wieso? Ach, ich verstehe es nicht. Das ist so geil, was der da alles so hat an Pokémon. Was macht der? Oh ne, ich schlafe weiter mit meinen nicht entwickelten Kack-Pokémon. Mankey. Okay, dann müssen wir das Gebiet verlassen. Das ändert sich circa hier. Somit ist der Respawn im RAM resettet. Und wir dürfen auch wieder Mankeys auftauchen. Ich habe gerade nicht anders geworfen als den Wurf davor. Bleib drinnen. Oh Gott sei Dank. Zwei Mankeys, sorry Leute, wenn euch das zu langweilig ist, dann spult einfach vor. Aber ich möchte wirklich Glumanda haben. Denn Glurak gehört zu meinen Lieblings-Pokémon. Nicht nur zu Generation 1, sondern auch ja, generell. Ich bin ja eigentlich. Also mein Lieblings-Pokémon ist eigentlich Enteron. Ich mag einfach das Design von diesem Pokémon. Außerdem kann es Psycho, Wasser und Eis attacken. Das ist für mich schon eine ziemlich coole Kombination. Teilweise auch Geistattacken wie Spukball, glaube ich. Das auch, wenn mich nicht alles täuscht, möchte ich meine Hand dafür aber jetzt nicht ins Feuer legen. Na, hab ich doch hier weg. Okay, also nochmal Gebiet verlassen. Das muss dann, wie gesagt, das letzte Mankey gewesen sein, bevor wir uns an Glumanda machen können. So, 810er Fangserie. Wie gesagt, tauchen seltenere Pokémon auf. Und das ist Gott sei Dank im Pokémon. Ja, 108 Erfahrungspunkte kann man machen. Ist eh nur dafür da, um es zu entwickeln. Es soll ja nicht im Team bleiben. So, jetzt haben wir eine 10er Fangserie. Bin ich gespannt, wann wir auf Glumanda stoßen. Sondern ich hab gesprochen. Heide Witzker, Leute. Dann schauen wir doch einen Lockparfum. Zwei Stück zwar nur, aber einfach mal einsetzen. Abfahrt, nur Mankey. Habitat auch nur. So, komm. Eieiei. Komm, dann fangen wir auf Mankey statt. Dann ist wieder ein Pokémon auf dem Rand entfernt. Wenn der jetzt drin bleibt, dann bin ich glücklich, weil es gibt sehr viele Erfahrungspunkte. Genau, einfach fabelhaft, erster Wurf und Fangserie.
Weihnachtszeit von schon haben. Ja, kann man machen. Ja, finde ich gut. Boah, da tut auch langsam der rechte Daumen weh. Weil Joy-Con so kleine Kackbuttons hat. Da ist Glumanda! Hallo! Himbeere. Okay, Superball. Ich weiß einfach nicht. Komm. Mach mich nicht schwach. Oh, Gott sei Dank. Oh, Mann. Ich hatte schon die Befürchtung, es würde jetzt mir einfach entgleiten oder so. So, was tun wir mit ihm denn raus? Erstmal Sand anfangen. Aber man hat auch wieder Soundaufsetzer. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe schon eine Elgato HD60S. Eigentlich müsste mein Rechner auch stark genug sein. Also wirklich stark genug, nicht einfach nur daher geredet. Werfen wir es alle weg.